Wie können wir die inneren Stimmen bzw. Gedanken voneinander unterscheiden? Wie können wir herausfinden, was Illusion ist und was unsere seelische Führung? Wie interpretieren wir das richtig? Das ist eine sehr gute Frage und auch keine so ganz einfache. Es gibt da so verschiedene Modelle und Theorien dazu. Also ich arbeite ja nach einem Ansatz, der nennt sich Inner Team Focusing. Das heißt, der arbeitet mit den inneren Persönlichkeitsanteilen oder im Fachjargon sagt man auch Ego States. Also man geht davon aus, dass der Mensch keine feststehende Charakterstruktur ist. Kennt ja jeder, dass er mit seinen Freunden anders ist als mit den Arbeitskollegen, anders ist als mit den Eltern, anders ist als mit. Und das sind natürlich so mit der Zeit, wenn man das immer wieder trainiert, bilden sich da quasi wie so Facetten aus. Und da ist man dann halt in dem einen Teil vielleicht eher souveräner, in dem anderen. Also ich erinnere mich an eine Frau zum Beispiel, die managte eine Bankfiliale und wenn sie nach Hause kam, war sie zu im Grunde nur noch so ein kleines Mäuschen. Und zu nichts mehr in der Lage, so, ne? Und das war wie so klack, klack, ne? So, und das meine ich, also es gibt so Dinge, die sind einfach so hochambivalent, so gegenläufig. Da merkt man also, dass da wirklich zwei völlig verschiedene Facetten am Werk sind. Und das kennt ja auch jeder, denke ich. Also manchmal weiß man gar nicht warum, da steht man morgens auf und hat dann irgendwie, man sagt man, dann bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, ja? Was Und dann hat man sollst irgendwie du? einen Anteil oder eine Seite im Vordergrund von sich selber, wo man sagt, okay, die ist nicht so optimal. Ja, dann ist das also wieder ein Tag, an dem man wachsen kann, wo man da wachsen kann an dieser Aufgabe. Und letztendlich geht es, glaube ich, darum zu verstehen, erstmal überhaupt diese Facetten, die man in sich trägt oder mit sich rumträgt, zu verstehen. A, wer ist das? Wann kommt das? Vor allen Dingen auch wofür? Das heißt also, diese verschiedenen Facetten haben alle auch einen Sinn. Das heißt, wir folgen alle irgendwie die Strategie, dass man gut durchs Leben kommt und überlebt. Natürlich nach alten Programmen. Die sind aber häufig suboptimal. Aber sie haben gemacht, dass ich bis heute überlebt habe. Das muss man würdigen, sonst geht das schief. Und wenn man das ein Stück weit versteht, wie die so funktionieren und vielleicht auch seit wann die so funktionieren, dann kann man ein Stück weit auch diese Sachen in Richtung Heilung bringen. Das mal so ganz grundsätzlich. Und auch nur ganz verkürzt jetzt, ja. Ja, natürlich. Es gibt aber dazwischen noch oder dahinter gibt es eben noch eine Essenz. In der Transpersonalen nennen wir das das Selbst. So, und das ist eben nicht diese Ich-Anteile, sondern das ist eben diese Essenz, das in uns, was ewig ist, was das Wesentliche ist. Und das ist eher wirklich so eine wirkliche Verbindung dann auch zu mir, auch zu meinem Körper. Das ist eine Zentrierung im gegenwärtigen Moment. Dann ist auch der vagale Tonus, der ist dann hoch. Das heißt, ich bin dann zugewandt, bin sozial, interaktiv, bin da, fahre also nicht auf irgendwelche Filme ab und ja, bin im Grunde im gegenwärtigen Moment, wie bei so einer Achtsamkeitsmeditation, aber mit einem zugewandten Modus auch nach außen, denke ich. So würde ich das interpretieren. Und ich glaube, man spürt einen Unterschied ganz wesentlich darin, dass es eben wirklich so eine tiefe, tiefe Essenz und Verbundenheit ist. Und man ist dann also nicht so irgendwie so flatterhaft. Man ist nicht so, man wird nicht so hin und her gepeitscht von Emotionen. Ja, man ist nicht also ständig irgendwie von A nach B und mit jeder kleinen Welle schwappt man hoch und runter, sondern man ruht in einer tieferen Essenz. So, und ja, das ist wie der Zen-Meister, wo das Kloster abbrennt und er sitzt dann da und alle flüchten raus und ja, nee, er war ein Erdbeben, glaube ich. Beim Erdbeben, ja. Genau. Ja, also das heißt, es ist wirklich eine Qualität, die uns verbindet mit einem tiefen Ort von Ruhe, Stille und vielleicht auch Urvertrauen. Ja, also die Illusion, gut, die Buddhisten sagen, alles ist ja da draußen Illusion.
die Quantenphysiker sagen sowas Ähnliches, dass alles letztendlich relativ ist. Es ist immer die Frage des Blickwinkels. Ja. Aber grundsätzlich, klar, haben wir ständig Projektionen am Laufen auf alle möglichen Sachen, Gegenstände, Leute, Menschen und zimmern uns daraus eine Wirklichkeit, die teilweise auch sehr abenteuerlich ist.